Nächster Redner ist der Kollege Markus Meysner für die Fraktion der CDU. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Uns ist bewusst, dass die Corona-Krise unsere Tourismus- und Freizeitbranche besonders hart trifft. Dabei ist die Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen nur ein Problem von vielen. Vor allem die Schließung über die Ostersaison, die Absage vieler Messen, Veranstaltungen und Terminen setzen der Branche extrem zu. Wir sind überzeugt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer in der Tourismuswirtschaft nun auch erst einmal direkte Hilfsangebote zur Existenzsicherung benötigen. Unser Ziel ist weiterhin die Rettung von unverschuldet in finanziellen Not geratenen Unternehmen in Tourismus und Hotellerie. Wir wollen Insolvenzen vermeiden und alles versuchen, die Probleme abzufedern in einer Branche, die immerhin rund 230.000 Arbeitsplätze betrifft. Hier ist es erforderlich, neben den monetären Soforthilfen auch daran zu arbeiten, der Branche Unterstützung bei den wirtschaftlichen Anlaufen zu geben. Beispielhaft sei hier der Bürokratieabbau beim Thema Dokumentationspflichten genannt. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz bei den Speisen war ein erster wichtiger Schritt. Und bei den Getränken wäre es ebenfalls wünschenswert. Jedoch erschweren Europa einheitliche Vorgaben, zumindest bei den alkoholischen Getränken, eine nationale Umsetzung. Aber wir bleiben an der Sache dran. Auch zu nennen ist die aktuelle Gutscheinregelung, die durch die gesetzliche Absicherung eine weitere Hilfe gerade für die Reisebranche darstellt. Bei all diesen Maßnahmen geht es uns letztendlich um den Erhalt von Existenzen, um alteingesessene, traditionsreiche Betriebe mit teils generationsübergreifender geleisteter Arbeit, aber auch um neuere, innovative Gründungen. Gerade der anstehende Sommer birgt mehrere Herausforderungen. Zum einen die anstehenden Ferien mit den entsprechenden Urlaubsplanungen zu beachten, die sicherlich vermehrt in Deutschland stattfinden werden, wie auch die Beobachtung der Pandemieentwicklung in dieser Zeit. Dieses Jahr werden wahrscheinlich weitaus mehr Menschen Urlaub in Deutschland machen, und wir möchten natürlich einen Teil von Ihnen bei uns in Hessen willkommen heißen. Hessen ist ein schönes Land, und das ist nichts Neues. Das wissen wir, das wissen unsere Bürgerinnen und Bürger und auch 35,5 Millionen Übernachtungsgäste. Es ist als Erfolg zu werten, dass nun schon 10 Jahre in Folge ein merkliches Wachstum der Übernachtungen in Hessen mit einem Rekordergebnis verzeichnet werden kann. Wir registrieren seit 2005 eine Steigerung der Übernachtungszahlen von immerhin fast 50%. Unsere Landschaft ist geprägt durch attraktive Natur- und Nationalparks, durch die Mittelgebirge, Taunus, Vogelsberg, Spessart, Rhön, durch das Biosphärenreservat Rhön, den Rheingau und natürlich auch den Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald, durch Wälder, Flüsse, Moore, Seen und viele weitere wunderschöne Landschaften in unserem Land. Die Lage ist perfekt. Hessen liegt im Herzen von Deutschland und im Herzen von Europa. Hessen bietet fast alles, was das Herz begehrt, außer dem direkten Zugang zum Meer. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur das Meer hat einen touristischen Mehrwert, denn naturnaher und sanfter Tourismus hat sich zu einem wichtigen Markt entwickelt, und hier kann unser schönes Bundesland nun wirklich glänzen. Der Trend zum sanften Tourismus eröffnet vor allem dem ländlichen Raum in Hessen große Chancen und ein gutes Branchenwachstum. Und dabei sind Destinationen wie der Nationalpark Kellerwald-Edersee oder das Biosphärenreservat Rhön nur eine kleine Auswahl entsprechender Angebote in Hessen. Unsere Landeshauptstadt Wiesbaden lädt genauso zum Kuren ein wie über 30 Heilbäder und Kurorte. Natürlich meine Heimat Fulda möchte ich nennen. Sie lockt mit vielen Besuchern, anderem der Altstadt, dem Fulderer Dom, und steigerte seine Übernachtungszahlen in den letzten Jahren allein in Fulda auf 700.000 Übernachtungen. Die Wirtschafts-, ich kann auch erwähnen, dass der Hessische Rundfunk bzw. die Zuschauer Fulda zu der beliebtesten Stadt in Hessen gewählt hat. Und wenn ich daran denke, dass die schöne Rhönstadt Tann zu den beliebtesten Orten in Deutschland zählt, haben wir wirklich Funde bei uns in Hessen. Die Wirtschafts- und Finanzmetropole Frankfurt am Main muss auch genannt werden. Sie besitzt den drittgrößten Flughafen Europas und ist durchaus ein internationaler Hotspot. Sie sehen, unser Hessen bietet viele Lieblingsorte, historische Weltkulturerbstätten, fantastische Musikfestivals, mittelalterliches Fachwerk, kleine Gassen, imposante Burgen und Schlösser, Museen voller Schätze, Weltkultur, weitläufige Rad- und Wanderwege in der grünen Natur, erholsame Wellnessoasen, Flussfahrten und auch kulinarische Erlebnisse. Das war der Werbeblock.
Man muss ja die Zeit auch ordentlich nutzen, denn wenn die Leute das nun im Fernsehen sehen, haben wir hier schon einen ordentlichen Werbeblock gemacht. Um all diese Attraktionen und touristischen Aktivitäten adäquat zu bewerben, hat die Landesregierung mit Initiativen wie dem dritten strategischen Marketingplan Tourismus 4.0, der Dachmarke Reiseland Hessen, der Hessenagentur und die für eine bessere digitale Vernetzung in dieser Branche sorgen möchte und natürlich genannt auch die vielen starken Marketingprogramme von regionalen Tourismusverbänden, die das Land gut und zukunftskräftig aufgestellt hat. Ein besonderer Fokus unserer Tourismusbranche liegt auf den Bereichen Outdoor- und Familienangebote. Die Angebote umfassen z.B. Radtouren, geführte Wanderungen, vieles mehr. All das wird in einer interaktiven Urlaubskarte da auch dargestellt. Natürlich, der Fahrradtourismus spielt eine wichtige Rolle im Tourismusbranchenwachstum und das landesweite Radfernwegenetz haben wir auch die Tage erst intensiv behandelt, meine Damen und Herren. Sie sehen also, wir sind in Hessen gut aufgestellt und unser schönes Bundesland zu einem weiteren begehrten Urlaubsziel für Urlauber trotz Corona auszubauen. Diese Vision bleibt, aber die aktuelle Situation hat sich drastisch geändert. Der Lockdown, der zur Eindämmung der Corona-Pandemie und zur Rettung von Menschenleben notwendig war, hat die Tourismusbranche besonders schwer getroffen und die erfolgreiche Entwicklung des Tourismus in Hessen mit einem Schlag für dieses Jahr gestoppt. Wir möchten die getroffenen Maßnahmen hier auch nicht in Frage stellen. Wir stehen weiter dazu, dass sie notwendig und richtig waren, um eine gesundheitliche Katastrophe in Hessen und Deutschland zu verhindern. Die Zahlen geben uns hierfür recht. Deshalb sollten wir nicht mit einer zu kostspieligen neuen Kampagne agieren, sondern auf den bestehenden Kampagnen der Hessenagentur und der regionalen Tourismusverbände aufbauen und unsere Zeit und Anstrengung wie auch die finanziellen Mittel intensiv in die Kurz-, Mittel- und vor allem langfristige Stabilisierung der Tourismusbetriebe in Hessen investieren. Nur so können wir Hessens touristische Vielfalt grundsätzlich erhalten. In diesem Zusammenhang müssen in Abstimmung mit der Bundesregierung geeignete Hilfsinstrumente und Förderprogramme geschaffen werden, damit Hessen nach der Krise die ursprünglich beliebte und leistungsfähige Tourismusdestination wieder wird und bleibt. Selbstverständlich haben wir viele und gute Programme und Hilfspakete zur Verfügung gestellt, die uns alle bekannt sind und über die wir schon viel gesprochen haben. Aber anstatt uns nur auf die Schultern zu klopfen, sollten wir auch den Menschen in der Branche danken, die intensiv an Schutzkonzepten gearbeitet haben, diese umgesetzt haben, nicht aufgegeben haben und mit viel Einsatz sowohl finanziell als auch zeitlich durchgehalten haben. Dafür ein großes Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es bedarf auch noch weiterhin viel Einsatz, Engagement, Hilfen und Durchhaltevermögen und das letztendlich von uns allen. Und für die anstehende Sommerzeit, haben wir es gehört, passt natürlich das Zitat von Goethe einwandfrei. Warum denn in die Ferne schweifen? Das Gute liegt zu nah. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Meißner. Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Fraktionsvorsitzende Frau Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessen liegt im Herzen Deutschlands, hat mein Vorredner gerade gesagt. Da fällt mir ein, dass der hessische Kabarettist Matthias Belz ja mal gesagt hat, dass man, um die ethnische Sondersituation Hessens zu verstehen, man sich bewusst machen muss, Hessen ist umzingelt von lauter Deutschen, hat keinen direkten Zugang zum Meer, zu den Alpen und zum Ausland und daher keinen Kontakt zur Freiheit. Jetzt ja mal jenseits der fehlenden Alpen und des fehlenden, hat er gesagt, ich darf das sagen, ich bin, glaube ich, in der dritten Generation Urhessin, also von daher hat es mich ja jetzt nicht so weit weggezogen bisher. Das hat Matthias Belz geschrieben. Aber ich glaube, jenseits der Frage, dass wir keine Alpen und keinen Zugang zum Meer haben, können wir uns selbstverständlich darauf verständigen, auf den Antragstitel Hessen ist schön. Und es sind viele schöne Regionen aufgezählt worden. Und es gibt noch viel mehr schöne Regionen. Ich will der Versuchung widerstehen, neue aufzuzählen, um keine zu vergessen. Eine Bemerkung sei mir aber dann doch gestattet, nur weil mein Vorredner, Herr Meißner, Sie darauf hingewiesen haben, dass in diesem HR-Ranking, ich hätte das damals auch gesehen, Fulda als die schönste Stadt Hessens gewählt wurde.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Es gab dann eine weitere Folge, und da wurde Hessens schönster Landkreis gewählt. Und jetzt raten Sie mal, was das ist. Das ist nämlich der Landkreis Fulda. Und jetzt raten Sie mal, was Hessens schönster Fluss ist. Das ist nämlich die Fulda. Richtig. Und als ich das Ergebnis dieses HR-Rankings gesehen habe, habe ich mir gedacht, da hatte doch Fulda Tourismus, die Fuldaer Zeitung oder irgendjemand ein bisschen seine Finger im Spiel beim Voting da beim Hessischen Rundfunk. Aber ich will weder dem Kreis Fulda noch dem Fluss noch der Stadt seine Schönheit absprechen. Aber Sie wissen ja, wir Linke haben es nicht so mit Wettbewerb und Ranking. Von daher können wir auch einfach alles schön finden, ohne eine Reihenfolge zu bestimmen. Ja, Urlaub muss nicht möglichst weit weg vom Wohnort sein. Ferien in der Region sind auch ein wichtiger Baustein des sozialökologischen Umbaus, weil man natürlich auch den Klimaschutz damit voranbringen kann. Es ist viel angesprochen worden, dass es wichtig ist, dass Tourismusregionen gut angebunden sind, auch an Bus und Bahn. Ich will auch die Barrierefreiheit im Tourismus noch hinzufügen, ja, auch die Frage Fahrradfreundlichkeit. Also Hessen hat ja ein sehr gutes Fernradwegenetz, was wirklich sehr schöne Radtouren ermöglicht. All das sind wichtige Bausteine. Und wenn wir jetzt darüber reden, wie die Reisebranche durch Corona betroffen ist, muss man natürlich sagen, dass die Reisebranche eigentlich die erste Branche war, die wirklich voll betroffen war und vermutlich auch die Branche sein wird, die mit als Letztes aus dieser Krise herauskommen wird. Und deshalb möchte ich beginnen, wenn wir heute über den Tourismus in Hessen sprechen, auch über die Menschen zu reden, die in der hessischen Tourismusbranche oder in der Reisebranche insgesamt arbeiten. Ist das in den Hotels, in der Gastronomie, in den kleinen Reisebüros und die gerade immer noch um ihre Existenz bangen müssen? Und es betrifft eben auch, ist angesprochen worden, die Busunternehmen, die keinen Standbein im ÖPNV haben. Hessen hat eine sehr kleine, und auch Deutschland hat eine sehr kleinteilige Tourismuswirtschaft. In fast jeder größeren Einkaufsstraße gibt es einen kleinen Reiseveranstalter oder kleine Reisebüros. Und all diese Betriebe mussten vorerst schließen. Und sie müssen nicht nur die bereits bezahlten Kosten für Reisen, die nun storniert wurden, zurückzahlen, sondern zum Teil auch die erhaltenen Provisionen. Das heißt also, die Menschen in den Reisebüros arbeiten zum Teil oder haben noch sehr lange gearbeitet dafür, dass sie noch weniger Geld haben als vorher. Und ich will darauf hinweisen, dass gerade bei den Beschäftigten in den Reisebüros, die ja auch nicht sehr, sehr gut verdienen, ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat mir erzählt, sie kommt jetzt auf 900 € beim Kurzarbeitergeld, 73% der Beschäftigten in den Reisebüros sind Frauen. Und bei den Einkommenseinbußen, die jetzt hingenommen werden, muss man sagen, das sind zum Beispiel Menschen, die sich vermutlich in diesem Sommer keinen Urlaub leisten können, weil sie durch Corona eben so krasse Einkommenseinbußen hinnehmen mussten. Also im Hotel- und Gaststättengewerbe ist die Situation weiter dramatisch. Frankfurt ist angesprochen worden, wo dadurch, dass es keine Messen und keine Kongresse gibt, natürlich auch die Übernachtungszahlen enorm runtergehen. Klar, Gaststätten dürfen wieder öffnen, rein rechtlich, aber mit den geltenden Auflagen, auch wenn die 5-Quadratmeter-Regel jetzt wegfällt, ist es einfach nicht wirtschaftlich. Und dabei ist mir noch einmal wichtig, dass ich die Sinnigkeit von Regeln überhaupt nicht infrage stellen will. Für mich steht auch der Infektionsschutz vorne an. Aber wir müssen natürlich einfach sehen, dass das viele kleine Unternehmer, aber auch größere Unternehmen und Beschäftigte eben in Existenznöte bringt. Und deshalb müssen sie abgesichert werden, und ihnen darf nicht einfach das wirtschaftliche und gesundheitliche Risiko übertragen werden. Weil gerade die Beschäftigten im Gastgewerbe verdienen ja sowieso nicht üppig. Denken wir an die Zimmermädchen, an das Reinigungspersonal, an die Kellner, an die Köche. Diese Arbeitsbedingungen sind ja schon im Normalbetrieb oft sehr schwierig. Die Gewerkschaft NGG hat letztes Jahr festgestellt, dass die Arbeitsbelastung in der Branche immer weiter zunimmt. Dienste werden kurzfristig verändert, Schichtarbeit, Pausen werden nicht eingehalten. Also es ist schon so, dass wir hier einfach eine hohe Arbeitsbelastung haben. Und was man nicht vergessen darf, dass natürlich viele im Gastgewerbe auch von Trinkgeldern leben, die natürlich bei den Bezügen fürs Kurzarbeitergeld überhaupt nicht eingerechnet werden, auch nicht eingerechnet werden können. Und damit natürlich oft bei dem ohnehin nicht sehr hohen Netto einfach ganz viel Geld noch wegfällt. Und das trifft viele Menschen und Familien eben existenziell, bei denen wir nicht wissen, ob sie sich dieses Jahr dann Urlaub leisten können. Auch über die Jugendherbergen haben wir im Zusammenhang mit Tourismus gesprochen. Auch die will ich noch einmal erwähnen, weil die sind ja als nicht gewinnorientierte Einrichtungen erst so ein bisschen durch das Raster der Soforthilfe gefallen.
und gerade bei den Jugendherbergen ist natürlich klar, dass es eine ganze Weile, vielen Dank, dauern wird, bis es da wieder zu einer vollen Auslastung kommt, weil es werden auf absehbare Zeit keine Klassenfahrten stattfinden. Und es wird eben auch auf absehbare Zeit vermutlich schwierig, Menschen in Mehrbettzimmern unterzubringen, die nicht zum gleichen Haushalt gehören. Das betrifft also die Jugendherbergen. Für die ist ja jetzt eine Soforthilfe beschlossen worden. Es betrifft aber auch viele andere gemeinnützige Freizeiteinrichtungen, die teilweise gerade massiv Schulden aufhäufen müssen. Und hier muss das Land natürlich die Folgen seiner Verordnung bedenken und schauen, wie man hier die wirtschaftlichen Folgen auch für die abmildern kann, die bisher durchs Raster gefallen sind. Wir freuen uns natürlich, wenn in diesem Sommer besonders viel Urlaub in Hessen gemacht wird und wenn das für die Menschen im Gastgewerbe und in den touristischen Einrichtungen einen kleinen Teil der Corona-bedingten Ausfälle kompensiert. Aber ganz ehrlich, das wird auch beim größeren Ansturm und auch bei der besten Werbekampagne des Landes wird es auch nur einem Bruchteil gastronomischen Betriebe helfen, weil man sie vermutlich nicht voll auslasten kann und weil natürlich auch nicht in allen Regionen Hessens Urlaub gemacht wird. Und deshalb, Frau Kollegin Wissler, warten Sie einen kleinen Moment. Es ist sehr laut, es ist sehr unruhig. Bitte der Rednerin die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich habe das Gefühl, hier sind schon ein bisschen in Urlaubsstimmung jetzt vor dem langen Wochenende, vor Pfingsten. Ja, ich wollte jetzt keine Urlaubsvorfreude hier durch meine Rede erzeugen. Ich möchte aber noch auf einen sehr ernsten Punkt noch einmal hinweisen. Weil wir müssen einfach sehen, dass es viele Menschen gibt, die einfach gar kein Geld haben, um einen Urlaub zu machen und auch nicht mal Geld haben, um irgendwo um die Ecke im Vogelsberg, in Waldeck-Frankenberg oder im Odenwald Urlaub zu machen, die dafür kein Geld haben. Entweder weil sie durch Corona einfach krasse Einbußen hinnehmen mussten. Also ich meine Menschen, die jetzt halt einfach seit 10 Wochen von 60% Kurzarbeitergeld leben oder die vielleicht überhaupt keine Einnahmen mehr haben, die haben natürlich einfach ein Problem, überhaupt Urlaub zu machen. Und es gibt eine ganze Menge Menschen, die völlig Corona-unabhängig sich keinen Urlaub leisten können, weil sie von Grundsicherung leben, weil sie im Niedriglohnbereich arbeiten, weil sie vielleicht sowieso schon 2 Jobs nachgehen und alleinerziehend sind und sich Urlaub nicht leisten können. Und ich finde, gerade in einem solchen Jahr, wo Menschen, wo Eltern 11 Wochen lang ihre Kinder jetzt zu Hause betreut haben, mit Homeschooling, mit Homeoffice zum Teil, hätte eigentlich jeder in diesem Jahr ein paar Tage Urlaub verdient. Und ich finde, da muss man auch überlegen, wie man Grundsicherung und wie man ein Lohnniveau so gestaltet, mal dauerhaft, dass jeder Mensch sich auch Urlaub leisten kann und davon nicht Menschen ausgeschlossen sind, meine Damen und Herren. In diesem Sinne wünschen wir allen Menschen in Hessen einen guten Sommer, vielleicht einen schönen Urlaub, wenn es möglich ist, und vor allem Gesundheit und vor allem auch ohne Zukunftsängste. Und ich wünsche vor allem den Beschäftigten auch im Gastronomiebereich und in der Tourismusbranche, dass sie diese Krise sowohl finanziell, ökonomisch gut überstehen und dass auf lange Sicht sie mit guten Arbeitsbedingungen und einer guten Absicherung durch diese Krise kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Al-Wazir. Aber wir haben noch ein bisschen sauber und dann wunderbar. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, die Corona-Krise mit all ihren Facetten und Auswirkungen beschäftigt uns hier in diesem Land und beschäftigt mit ihren Auswirkungen auch alle Hessinnen und Hessen. Sie schränkt uns ein, sie verlangt vielen vieles ab. Und je näher der Sommer kommt, desto wichtiger wird deshalb die Frage, wo und wie können wir eigentlich im Sommer 2020 Urlaub machen? Und natürlich ist es so, dass gerade bei vielen Familien nach intensiven Wochen sehr engen Zusammenlebens der Wunsch, mal sozusagen Tapetenwechsel zu haben, relativ groß ist. Das ist durchaus so. Und ich will das an dieser Stelle sagen. Manche wollen so weit weg, wie es irgend geht. Das ist aber momentan ziemlich viel unsicher. Stichwort Auslandsurlaub mit allem, was dazugehört. Manche sind auch vorsichtig, weil sie sich nicht zu weit weg bewegen wollen von einem der besten Gesundheitssysteme der Welt. Das sollte man übrigens bei allem auch nicht vergessen. Das ist einer der Punkte. Ja, so.
drei Tagen Debatte im Hessischen Landtag hat man das Gefühl, da ist eine Trümmerlandschaft um uns herum. Das ist ja jetzt nicht ganz so richtig. Deswegen will ich an dieser Stelle noch einmal sagen, wir werden eine Situation haben, wo ein besonders getroffenes Gewerbe, nämlich Gastronomie und Hotellerie, in einem bestimmten Segment in diesem Sommer eine besondere Chance auch hat. Deswegen müssen wir alles dafür tun, das zu nutzen. Und die deutschen Top-Ziele an Nordsee und Ostsee, Stichwort, wenn das Wasser am Mittelmeer dieses Jahr ausfällt bei manchen oder jetzt gebucht wird, dann gucken die natürlich auch ganz besonders an die deutschen Küsten. Die sind jetzt schon teilweise ausgebucht. Das heißt, die nähere Umgebung wird für viele Menschen, gerade für Familien mit Kindern, eine Alternative sein. Da hat man sich ja früher manchmal eher darüber lustig gemacht. Ich weiß übrigens gar nicht, wer hat das irgendwie so gesagt. Manche finden auch Offenbach schön. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht singen. Ich werde jetzt nicht singen. Das geht meistens schief im Parlament. Andrea Nahles könnte da Lieder drüber singen. Ich werde auch keinen Regentanz für den Edersee hier aufführen. Aber Sie kennen nicht, Sie kennen sicher nicht Appleboy Cola. Kennen Sie das? Nein, in der Fassung von den Söhnen Heusenstamms? Nein. Appleboy Cola, das ist besser wie Ganja. Appleboy Cola ist wie Urlaub in Offenbach. Nein, kennen Sie nicht. Gut. Oder auch das von Badesalz. Ja. Teneriffa, Jamaika, Ibiza und nicht vergesse Wetzlar. Kennen Sie das? Ja, genau, Herr Büger kennt es. Also, wir sind ja durchaus eher ein unterschätztes Reiseland. Und das ist immer schon falsch gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist immer schon falsch gewesen. Herr Kollege Hofmann hat es erwähnt. Wir sind, was die Übernachtungsintensität angeht, sozusagen hinter denen, die man so als klassische Urlaubsländer immer im Kopf hatte, nämlich Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Wir sind da sozusagen sehr weit vorne, weil wir natürlich beides haben. Wir haben touristische Destinationen, und wir haben auch den Geschäftsreiseverkehr, den Übernachtungsverkehr. Und das ist so einer der Punkte, von dem das Tourismusland Hessen bisher gelebt hat. Das ist am Ende des Tages eine der großen Herausforderungen, die wir haben. Weil, Sie haben es angesprochen, alle haben es angesprochen, die Reisewirtschaft, da rechnen 71% der Betriebe in Deutschland mit einer Halbierung der Umsätze. Im Gastgewerbe rechnen 54% der Betriebe mit einer Halbierung ihrer Umsätze. Und das ist insgesamt ein riesiges Problem. Da darf niemand sich etwas vormachen. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, dass es nicht zu den befürchteten Insolvenzen kommt. Das heißt, wir machen Hilfe für die Wirtschaft, aber die beste Hilfe für die Wirtschaft ist immer noch die eigene Einnahme. Und dementsprechend setzen wir darauf, dass wir Hessen und Nichthessen, dass wir sie sozusagen zu Hause abholen und ihnen zeigen, wie schön der Sommer in Hessen sein kann. Und ich will vielleicht an dieser Stelle, weil das manche nicht so wahrgenommen haben. Wir waren am 15. Mai eines der ersten Länder in Deutschland, was die Hotels wieder für jeden Nutzungszweck geöffnet hat. Übrigens schneller als Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Wir waren eines der ersten Länder, was an dieser Stelle auch Stichwort Bars und Kneipen, das keine Unterscheidung an dieser Stelle mehr gemacht hat. Die 5-Quadratmeter-Regel war sozusagen das Gegenstück dazu, weil wenn man alles öffnet, muss man auf der anderen Seite auch schauen, ob die Leute damit verantwortungsvoll umgehen und ob das klappt. Und das Schöne an der 5-Quadratmeter-Regel ist übrigens, dass sie skalierbar ist. Die Tatsache, dass der Börsenverein des Deutschen Buchhandels heute beschlossen hat, dass die Buchmesse stattfinden wird, hat etwas damit zu tun, dass wir gemeinsam mit den Veranstaltern, gemeinsam mit der Messe genau diese skalierbare Regel entwickelt haben. Und das bedeutet nämlich, dass man auf einer 100, 200, 300.000 Quadratmeter Fläche wie der Messe Frankfurt eben auch ziemlich viele Leute unterbringen kann und trotzdem die Abstandsregeln einhalten kann. Das war einer der Gründe dafür, warum dieser Beschluss so gefasst worden ist. Und ich finde, das war richtig so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn Sie sich die Facebook-Kommentare nach der ersten Aufführung im Staatstheater Wiesbaden im Großen Haus bei Generalmusikdirektor
Patrick Lange anschauen, wirklich europaweit, teilweise aus den USA, euphorische Zustimmung nach dem Motto, die erste große Aufführung wieder, möglich durch eine skalierbare Regel, die dann natürlich nicht dafür sorgt, dass 1.000 Leute im Staatstheater sitzen, aber immerhin 180. Und das war so einer der Punkte, dass wir gezeigt haben, es gibt ein Leben sozusagen mit Corona unter den Bedingungen der Pandemie. Und auch das sorgt dafür, dass wir attraktiv sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ist ja Stichwort Tourismus in Hessen. Wir haben weiterhin Segmente, die haben Probleme. Wer spezialisiert war rund um die neue Altstadt in Frankfurt oder rund um die Paulskirche auf chinesische Touristen, der wird weiterhin ein Problem haben. Der muss sich überlegen, zu sagen, was man da jetzt zusätzlich machen kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Segment, das in der Tourismuswirtschaft eher Probleme hatte in den letzten Jahren, bestimmte Destinationen im ländlichen Raum. Es ist oft so gewesen, wenn ich dort mit Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, früher kamen Leute aus dem Ruhrgebiet, sind 2 Wochen im Odenwald geblieben, und das machen die jetzt nicht mehr, sondern sind vielleicht allerhöchstens mal für ein verlängertes Wochenende da. Wir werden in diesem Sommer Chancen haben, die wir lange so nicht hatten, in Bereichen, die eher tendenziell Probleme hatten in der Vergangenheit. Also müssen wir sie nutzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Frau Knell, ich kenne mich ja aus rund um den Edersee, aber vielleicht kann der Kollege Stierböck mal eine Offenbach-Führung für Sie organisieren. Als ich letzten Donnerstag, das war ja ein Feiertag, vormittags Radio gehört habe, war die erste Meldung, ich meine, Staumeldungen gab es ja schon lange nicht mehr, es geht jetzt langsam wieder los, war die erste Meldung, rund um den Edersee sind alle Parkplätze belegt. Das heißt, die Leute haben es schon gemerkt. Sie haben schon gemerkt, dass an dieser Stelle jetzt wieder viel möglich ist, und Sie sollen es auch nutzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und genau deswegen haben wir vorgestern die Website www.sommerinhessen.de gestartet. Und ich kann Ihnen allen nur empfehlen, sich das einmal anzuschauen. Die Werbung in den sozialen Netzwerken, es ist nämlich nicht nur ein Hashtag, es ist sozusagen eine eigene Internetseite, eingebunden auf www.hessentourismus.de. Und obwohl die Werbung in den sozialen Netzwerken erst gar nicht begonnen hat, obwohl die noch gar nicht begonnen hat, haben gestern und vorgestern 5.000 Menschen diese Adresse angeklickt. Und das zeigt, dass wir an dieser Stelle etwas haben. Und jetzt melden sich jetzt die Ersten, die sagen, wir sind gar nicht dabei. Also, wir sind gar nicht dabei, und die werden jetzt alle eingebunden. Das heißt, es ist auch eine Chance, dass wir da etwas wahrgenommen haben, wo Sie vielleicht auch selbst mal schauen, selbst wenn Sie denken, Sie würden viel in Hessen kennen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ich kann auch Ihnen das nur empfehlen. Auch das wird eine Chance sein. Und der Vorteil von einer Seite wie sommerinhessen.de gegenüber anderen Formen von Marketingaktionen, sie ist flexibel, sie entwickelt sich ständig weiter. Sie passt sich übrigens dann auch aktuellen Veränderungen an. Das heißt, wir können immer sagen, das, was da steht, das geht auch. Das ist sozusagen nichts Statisches. Auch das ist so eine der großen Chancen, die wir nutzen sollten. Und deswegen vielleicht noch einen Punkt zum tourismuspolitischen Handlungsrahmen generell. Wir haben begonnen damit, dass wir auch da mit weitreichenden und professionalisierten Digitalisierungsmaßnahmen begonnen haben, gemeinsam mit den Handelnden den Digitalisierungsprozess im Tourismus fördern. Und wenn Sie sich den tourismuspolitischen Handlungsrahmen anschauen, ist das ein Erfolgsmodell. Es ist wirklich ein Erfolgsmodell. Wir haben erstens es geschafft, dankenswerterweise, dass sich 2 Destinationen zusammengeschlossen haben, nämlich Bergstraße und Odenwald. Das war lange überfällig, dass das passiert, weil es von außen sowieso als eine Region, wenn ich das mal so sagen darf, wahrgenommen wird. Nein, ich sage das deshalb. Ich habe ja viel mit den beiden Landräten geredet, die da jetzt neu im Amt sind. Das war vielleicht auch der Schlüssel zur Lösung, aber das wissen Sie genau, was ich da meine, wer die beiden Vorgänger, die ja sehr gestandene Persönlichkeiten waren, auch kennt. Und ich glaube, an dieser Stelle ist das so. Wir haben jetzt sozusagen 10 Destinationen. 6 von diesen 10 Destinationen sind jetzt wettbewerbsgerecht aufgestellt. Wir fördern das, und die anderen, da bin ich mir sicher, werden folgen. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Und eine Ergänzung noch. Das Umweltministerium arbeitet gerade an einer speziellen Strategie zur Förderung des Tourismus auf dem Land. Da bin ich nämlich auch sicher, dass das ebenfalls Chancen bietet, die wir jetzt
nutzen müssen. Deswegen glaube ich, dass wir alle miteinander alles dafür tun müssen, dass die schwierigen Folgen, die wir da jetzt hatten, jedenfalls in diesem Bereich ein Stück weit gelindert werden können und dass wir Hessen neu entdecken, auch wir. Ich bin sicher, dass jeder und jede Einzelne hier im Parlament an dieser Stelle auch etwas Neues entdecken wird. Probieren Sie es aus und auch vielen anderen außerhalb der Landesgrenzen an dieser Stelle zeigen können, was Hessen zu bieten hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wenn das stimmt, dann hat sich jetzt noch der Kollege Jürgen Lenders gemeldet. Ja, Herr Präsident, nicht um den Werbeblock für Fulda weiterzuführen, das haben ja viele Kollegen schon gemacht. Meine Damen und Herren, auch nach den tollen Reden, die wir alle gehört haben, die eine oder andere Rede wäre alleine genug schon gewesen, abzudrucken und sozusagen als Kampagne für Hessen zu nutzen. Naja, vielleicht mal die pflichtgemäße Nörgelrede vom Kollegen Hofmann nicht, nach dem Motto, brauchen wir alles nicht, haben wir schon, könnte ja jeder kommen, und schon gar nicht brauchen wir die Opposition für eine gute neue Idee. Also das war ja so die pflichtgemäße Rede, die man von den Grünen jetzt hat erwarten können. Meine Damen und Herren, ansonsten waren ja viele gute Ansätze dabei. Aber warum wir diesen Antrag gestellt haben, ist es, weil in jeder Krise liegt auch eine Chance. Und wenn Sie die Zeitungen aufschlagen, dann werden Sie spätestens dann sehen, dass es bei den Destinationen, bei den Reisegebieten für Deutschland sich in diesem Jahr extrem was geändert hat. Und dann bei all dem, was gerade gesagt worden ist, müssen wir dann schon auch noch einmal feststellen, dass die Aufgabenverteilung hier mal ein bisschen in den Fokus rücken muss. Bis dato sind die Destinationen diejenigen, die sozusagen für sich die Werbekampagne machen. Und die Aufgabenteilung ist im Prinzip, dass das Land bei der Frage, wo kommen, wo sind denn die Quellmärkte, eigentlich immer einen sehr internationalen Blick hat. Das war in der Vergangenheit auch absolut richtig, weil wir gesagt haben, Hessen ist kein klassisches Reiseland wie zum Beispiel Bayern. Bayern hat es geschafft, selber als Destination zu funktionieren. Mecklenburg-Vorpommern, erwähnte der Minister schon, aber auch so Länder wie Tirol, die für sich genommen ein Reiseland sind. Und hier verändert sich aus unserer Sicht jetzt in dieser Krise der Blickwinkel der Deutschen auch auf eine vielleicht nicht so sich auf den ersten Blick erschließende Destination Hessen. Und deswegen sagen wir, mit unserer neuen Idee muss sich eine Hessen-Agentur auch von uns als Parlament durchaus diese Diskussion gefallen lassen, müssen wir hier etwas neu ausrichten. Gibt es hier vielleicht bei der Frage der Quellmärkte ein ganz neues Zielgebiet und eine ganz neue Chance für ein Reiseland Hessen? Meine Damen und Herren, und genau darum geht es. Das ist ein Stück weit eine neue Idee, und das stellt überhaupt nicht infrage, welche gute Arbeit vor Ort bisher schon gemacht worden ist. Ich weiß, dass solche neuen Ideen es immer schwer haben, wenn man sie das erste Mal hört, a, zu verstehen und b, sich vielleicht solch einer Idee auch anzuschließen. Aber deswegen wollen wir auch diese Diskussion und haben wir heute diesen Setzpunkt gemacht. Er macht aber auch deswegen keinen Sinn, ihn in einen Ausschuss zu geben, weil wenn man sich solch einer Idee anschließen würde, dann müsste man es jetzt machen. Den einzigen Vorwurf, den habe ich heute überhaupt nicht gehört, ist bei unserer Idee, da hättet ihr vielleicht schon vor 4 Wochen mitkommen müssen. Das stimmt. Im Prinzip ist man so schon relativ spät dran. Der Vorwurf kam überhaupt nicht. Aber deswegen macht es keinen Sinn, diesen Antrag erst einmal jetzt in einen Ausschuss zu geben. Herr Kollege Eckert, ich muss schon sagen, es war die charmanteste Offensive, einen Antrag einer anderen Fraktion zu ändern, so wie Sie das gemacht haben, Herr Präsident. Von daher sagen wir, dass wir unseren Antrag, ob Sie das jetzt direkt nach der Debatte abstimmen lassen oder gleich in dem Zuge der Gesamtabstimmung, das ist uns einerlei. Aber wir würden den Antrag dann doch jetzt ganz gerne abstimmen. Vielen Dank. Ja, wie wollen wir verfahren? Wollen wir es in den Abstimmungsblock nehmen? Wollen wir jetzt direkt? Wollen wir direkt machen? Was machen wir denn mit dem dringlichen Entschließungsantrag? Geht der in den Ausschuss oder wollen wir den direkt abstimmen? Dringlicher Entschließungsantrag?
Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, würden wir auch direkt mit abstimmen? Kommt in den Ausschuss, alles klar. Gut, dann machen wir jetzt gleich direkt die Abstimmung, bitte. So, das ist immer gut fachlich diskutieren. Dann würden wir diesen Antrag jetzt ausnahmsweise außerhalb unserer Regularien, die wir uns gegeben haben, mal abstimmen. Das ist der Antrag mit dem Tagesordnungspunkt 45, Antrag der Fraktion der Freien Demokraten Hessen ist schön, Urlaub in Hessen und so weiter, 20/2773. Wer für die Annahme des Antrags ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion die Grüne, die Fraktion der CDU. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der SPD und die Linke. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe jetzt auf. Ah, nee, den anderen nehmen wir in den Ausschuss. Alles klar, so machen wir es.